Ich glaube, dass das Theater einen großen Magen hat, wie es ein großes Gehirn hat. Das Theater ist so, ich halte es für so unverwüstlich, dass es die unterschiedlichsten Möglichkeiten in sich sozusagen verdauend aufnehmen kann und sie wieder ausspucken kann. Ein wesentlicher, großer, fetter Teil des Theaters, wie ich es mir vorstelle, ist in der Tat das literarische Theater. Mein Herz ist aber durchaus offen, auch für andere Formen des Theaters. Ich bin auch keiner von denen, wie die Zeitung, für die ich mich gerade äußere, es in den letzten Jahren und möglicherweise darüber hinaus doch immer wieder geradezu vehement fordert, dass man doch die Romanbearbeitung und die vertheaterisierten Filme reduzieren möge. Ich finde das nicht. Ein guter Theaterabend ist ein guter Theaterabend ist ein guter Theaterabend. Woraus er sich irgendwann mal gespeist hat und woraus er entstanden ist, ist mir erstmal wurscht. Guten Abend und herzlich willkommen hier aus den BMP-Studios in Berlin. Herzlich willkommen zu einer besonderen FAZ-Veranstaltung in sehr besonderen Tagen. Spielplanänderung live, eine Live-Show zur Feier des im Moment stillgelegten Theaters. Ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Mein Name ist Simon Strauß, ich arbeite im Feuilleton der FAZ und bin dort für das Theater zuständig. Vor mehr als einem Jahr haben wir in der Zeitung eine Serie gestartet, die zu Unrecht in Vergessenheit geratene Theaterstücke wiederentdeckt und präsentiert hat. Daraus ist ein Buch geworden und eine Veranstaltung in der Berliner Volksbühne. Dort haben am vergangenen Wochenende über 30 Künstlerinnen und Künstler Theater gespielt, gesungen, getanzt, debattiert und ein Zeichen gesetzt für das dramatisch Vergessene bzw. vergessen dramatische Theater. Und weil Sie aus den bekannten Gründen nicht dabei sein konnten, haben wir uns überlegt, dass wir Ihnen nicht einfach einen Stream, ein Video der Veranstaltung auf die Website stellen wollen, sondern Ihnen in einer moderierten Live-Show Höhepunkte und Ausschnitte dessen präsentieren wollen, was dort an dem Tag geschah. Das, was Sie in den nächsten zwei Stunden hier zusammen mit mir in Ausschnitten sehen können, können Sie danach in voller Länge auf unserer Website oder der Website einer unserer Partner, Volksbühne Berlin oder auch RBB Online, in ganzer Länge sehen. Finanziert hat dieses große Abenteuer neben der FAZ und dem Tropen- bzw. Klett-Cotta Verlag vor allem die Heinz und Heide Dürr-Stiftung in Berlin, die trotz aller Hindernisse, Verschiebungen und Hürden nie ihre Unterstützung aufgekündigt hat. Und dafür schon mal an dieser Stelle ein herzlicher Dank. Neben einer Zeitung, die so etwas möglich macht und engagierten Förderinnen, die Künstlerinnen und Künstler bezahlen, obwohl sich die Lage deutlich verändert hat, braucht man für so einen Theatertag in Corona-Tagen auch eine Regie, die ruhig bleibt und kreativ umgeht mit den veränderten Situationen und Herausforderungen. Bevor Sie den ersten Videoausschnitt sehen, freue ich mich daher, dass ich Ihnen den verantwortlichen Regisseur des Abends, Zino Wey, vorstellen darf, der uns aus der Schweiz zugeschaltet ist. Guten Abend, Zino. Hallo, Simon. Du hast unter sehr besonderen Bedingungen in einer leeren Volksbühne inszeniert. Wir sehen die leere Volksbühne hier im Hintergrund. Wie war das für dich? Mit was für einem Gefühl hast du inszeniert? Ja, es ist eine total merkwürdige Zeit im Moment, gerade natürlich Theater zu machen, weil es ja so ist, dass die Theater, der Betrieb läuft weiter, aber es dürfen keine Zuschauerinnen und Zuschauer mehr kommen. Das heißt, man arbeitet weiter hinter den Bühnen, wir als Gäste kamen in die Volksbühne, haben da dann trotzdem arbeiten können, haben trotzdem diese vergessenen Stücke aufzeichnen oder Momente aus diesen vergessenen Stücken aufzeichnen können. Und dann ist man wieder gegangen, aber es war gar keiner da, der einen gesehen hat. Und das ist natürlich ein total merkwürdiges Gefühl.
Umgekehrt ist es aber total wichtig, dass man im Moment auch gerade etwas macht, dass man etwas tut, dass man nicht das Gefühl hat, wir müssen jetzt nur abwarten und beleidigt zu Hause warten, sondern dass man versucht, mit den gegebenen Maßnahmen umzugehen und etwas zu tun und in dem, dass man was tut, auch eine Kritik zu üben, also gar nicht nur das hinzunehmen. Und ich glaube, das war irgendwie ein sehr spezieller Moment, weil man so in diese leere Volksbühne reinkam und die so für einen Tag befüllen oder für zwei Tage so befüllen und füllen konnte und dann schlussendlich irgendwie wieder gegangen ist und es gab gar nicht diese Premierenerlösung, die man sonst so von Theaterarbeiten kennt. Ja, du sprichst es schon an. Ursprünglich ging es um die vergessenen Stücke. Dann, ab einem bestimmten Moment in diesem ganzen Projekt, ging es ja darum, das Theater insgesamt vor dem Vergessen zu bewahren. Hast du das Gefühl, dass du ein besonderes Zeichen gesetzt hast mit dieser ja nun auch schicksalhaften Titelspielplanänderung? Hast du ein Zeichen da gesetzt, dass man trotzdem etwas gemacht hat in dieser schwierigen Zeit? Ja, absolut. Also ich finde, es ist irgendwie total relevant, wie ich gerade schon gesagt habe, dass man versucht, jetzt irgendwie mit den Sachen umzugehen. Und es war ja irgendwie, also man muss jetzt irgendwie fast zugeben, mittlerweile schon fast eine schöne Doppelung, die sich ergeben hat, nämlich, dass wir mit vergessenen Stücken, mit vergessenen Texten wirklich gegen das Vergessen des Theaters was gemacht haben, dass wir versucht haben, trotz aller Gegebenheiten mit diese Texte auf eine Bühne zu bringen und mit diesen Texten zusammen eigentlich auch ein Zeichen zu setzen, dass es in den Theatern weitergibt und dass wir daran glauben, dass es total wichtig ist. Die Leere des Theaters muss ja für einen Theatermacher für dich eine besondere Atmosphäre sein. Was fehlt dir denn, wenn du an einem geschlossenen Theater im Moment vorbeigehst? Was fehlt dir eigentlich am meisten gerade? Ja, ich glaube, so wenn man auf Neudeutsch sagt, der unique selling point oder so das Wichtige und das Einzigartige am Theater ist ja diese Unmittelbarkeit, dieser Ort, den man gemeinsam teilt, dieses Erlebnis, was man live in einem Moment zusammen in einem Raum hat. Und das finde ich schon, das ist etwas total Wichtiges, was sehr fehlt. Das hat man im Probenprozess, aber das hat man vor allem auch mit Zuschauerinnen und Zuschauern bei den Vorstellungen. Und das ist, glaube ich, etwas total Wertvolles, was es zu erhalten gibt, weil ich glaube, das fehlt mir gerade sehr, aber es fehlt auch sehr vielen anderen Leuten. Vielen Dank, Zino. Und das fehlt vielen Leuten, das fehlt uns vor allem. Deswegen haben wir das trotz allem gemacht. Und jetzt schauen wir hinein in die ersten 30 Minuten des Videoausschnitts Spielplanänderung. Sie hören, Sie sehen. Eine Sammlung von Texten, die längst vergessen sind. Eine Sammlung von Momenten gegen das Verschwinden des Theaters. Sätze, Reden, Figuren aus verloren gegangenen Stücken, die dem Spielplan abhanden gekommen sind, die ausgesondert wurden, für nicht systemrelevant erklärt. Was ihnen geschah, geschieht dem Theater nun selber. Es wird geschlossen, ausgesondert. Vergessen? Wir spielen an gegen das Vergessen. Wir spielen an gegen das Verschwinden und lesen deshalb aus vergessenen Stücken. Wir erwecken Gestalten zum Leben und drehen die Regler mit fremder Sprache hoch. Gerade jetzt, wo alles schlafen soll, Monologe, Szenen, Debatten, Miniaturen, Konzerte, Tanz. Wir proben, wir spielen, wir denken weiter. Denn das Theater als Ort der Verwandlung, des Zweifels, des Fremdseins, das muss überleben. Daran wollen wir glauben. Davon wird man ja wohl noch träumen dürfen. Oder? Thank you.
eine böse Arbeitermär, die sich nie begeben hat, aber deren Wirklichkeit fantastisch ergreift. Die Wupper von Else Laske Schüler, uraufgeführt 1919. Das Arbeiterviertel, eine Fabrikstadt in Wuppertaler. Drei Männer kommen langsam schweigend über die Brücke. Der eine murrt unheimlich. Es ist der Pendel Frederich. Sein linkes ausgelaufenes Auge bedeckt eine schwarze Klappe. Der zweite ist Lange Anna. Der trägt eine Handharmonika an einem verschossenen Band um die Schulter. Der dritte ist der gläserne Amadeus. Der nimmt vorsichtig Platz auf der Stufe, die von der Brücke zum Weg führt. Die beiden anderen setzen sich auf das Gelände der Brücke. Der Arbeiter August und seine Schwesterchen Lieschen kommen dazu. Abend zusammen. Kommt ihr schon von der Arbeit? Wo sonst her, alter Duckmäuser? Amadeus, du blutest ja. Lass uns mal bluten aus den Nasen rinnen. Was fängt er auch an, gescheit zu reden aus seinem Traumbuch? Liesken, es tröppelt immer. Lass uns lutschen ran. Seid mal still. Es gibt noch was hinter der Düsterkeit. Wart mal, wenn es erst Licht wird. Hier, hast du Licht. Das können wir auch machen. Versteck die Visage in dein Schabbesdeckel, Lieschen. Frederich hat wieder seinen Pendel raushängen. Ah, Kasum und Zuckerli. Ich hab so eine Angst, Aujus. Wir wollen bei Mutter gehen. Ach, bange Hippe. Es ist auch Zeit. Macht euch nach Haus. So ein kleines Ball gehört nicht mehr auf der Straße. Ich sag euch, lang mach ich so ein Leben nicht mehr mit. Pendel, Friedrich, was hast du von deinem Leben? Ich hab nix von's Leben, aber es hat mir zum Zeitvertreib. So ein verfaultes Zeitvertreib. Nix für seine feinen, glasige Finger. Aber wenn's einen in den Schauerland spielen will, dann hol's mir aus seine Kiste. Und von der türenrandende Kopfmamsels und die Herzen fielen ihnen in die Buchsen. Mit dich mache ich oft so eine Oper. Dass die Polizisten dich nicht kriegen tun, Pendel Friedrich. Sie lachen selber. Was hast du eigentlich von der Sauerei? Und guckst man immer so mit das eine Auge in deinen Kopf rein? Na, rot sehe ich immer, lauter rot. Die Mutter Pius, die hat ein Mittel dafür. Aus dem Zuchthaus Kirchhof holt sie die Totenköpfe und reibt sie zu Zucker. Medea von Hans-Henny Jahn. Mein Sohn, du wartest auf mich und im Zweifel bist du, wie Medea dir begegnen möchte, nachdem sie deine Liebe Ziel erfahren. Das tiefer dein Vertrauen zu mir nicht, könnte schmerzen, jedoch verschwinden kleine Sorgen vor dem größten Glück. Und größtes Glück für mich, mein Sohn, ist deine Heirat. Zwar endet an dem Tag, an dem ich Braut und Bräutigam zum Brautbett leite, mein letztes Recht an deiner Herrlichkeit. Vergessen, dass ich deine Mutter war, muss ich danach geduldig üben. Und Schatten eines Glücks nur ist es, wenn freundlich man mir sagt, dass ich Großmutter heiße. Doch einem Glückstag opfert man das sorgenreiche Leben gerne. Und das will ich. Seit deinem 7. Lebensjahr bist fern du meiner Pflege. Schnitzt sich doch Bogen, Schwert und Spieß und was ein Knabe lieben mag, doch besser mit der Männerhände. Zwar wären meine Hände faul wenig gewesen, waren sie doch träge nicht, den Geist des jüngeren Bruders zu befriedigen. Es zog zum Vater dich, zu Männern dich. Da widerstehen ist der Frauen hoffnungsloses Mühen. Was ich versuchte, um so spät die Früchte schmerzlicher Geburt von deiner Schönheit abzupflügen, misslang und zeugte Widerwillen gegen mich in dir. Genug. Genug. Du wardst von meinen Augen fortgerückt. Nicht etwa, dass du fern warst durch die Jahre. Ich sah den edlen Gang an dir und deiner Hände mannigfache Taten und deines Auges Augen leuchten. Sah, was jedem ausgestellt. Doch deine Ganzheit sah ich nicht, wonach sich Mütter sehnen.
sah deines Leibes blühen, reifend nicht, was Sklaven du vergönntest. Badend dich zu schauen, sah ich nicht. Dein Vater erntete das Glück, das ich mir einst erhoffte. Und Zuflucht meiner Wünsche blieb die eine Nacht, in der ich dem Gesetz gehorchend dir und deiner Braut die Kerzen halte. Dann werde ich dich sehen. Und was mein Leib geboren, erfahren endlich, warum alt ich und gebrechlich, erschauen, was mein inneres Auge bildete. Vergaß ich doch kein zartes Fältchen und keiner Muskelspiel in meinem Herzen, dass ich's mit Schönheit überhäufte und mit Gebärden, wie Bildhauer sich die Götter denken, wenn sie ihnen nackt erscheinen. Und siegen wirst du über mich, der Grüblerin an allem. Demütig werde ich werden und mich dem Mysterium der Liebe beugen. Nicht länger löcken gegen meines Joches Dorn, verehren lernen, neidlos lieben werde das männliche Ich, das über uns hinwegstampft wie die Stiere. Nicht zweifle daran, dass mein Segen dich begleiten wird. Nur eines zeig mir an, dass meine Augen Sehnsucht dir nicht lästig sein wird. Der neue Mendoza oder Geschichte des kubanischen Prinzen Tandy von Jakob Michael Reinhold Lenz. Ein Text von 1774 eines kompromisslosen, modernen, der schonungslos Missstände benannte, deren Thematisierung Zeitgenossen in diese Form vermieden. Ich reise, aber nicht vorwärts, zurück. Ich habe genug gesehen und gehört, es wird mir zum Ekel. Nach Kumba? Nach Kumba. Einmal wieder Atem zu schöpfen. Ich glaubte, in einer Welt zu sein, wo ich edlere Leute anträfe als bei mir. Große, viel umfassende, viel tätige. Ich ersticke. Wollen Sie zur Ader lassen? Spottet ihr? Nein. In der Tat, Sie sind so blutreich. Ich glaubte, im hastigen Reden wäre Ihnen was zugestoßen. In eurem Morast ersticke ich. Treib's nicht länger, mein Seel nicht. Das, der aufgeklärte Weltteil? Allenthalben, wo man hinriecht, Lässigkeit, faule, ohnmächtige Begier, lallender Tod für Feuer und Leben, Geschwätz für Handlung. Das, der berühmte Weltteil. Oh, pfui doch. Oh, erlauben Sie. Sie sind noch jung. Und denn sind Sie ein Fremder. Und wissen sich viel in unsere Sitten zu schicken und zu rücken. Das ist nur nichts gerät. Ohne Vorurteil, mein Freund. Ganz mit kaltem Blut. Ich fürchte mich, weiterzugehen, wenn mein Missvergnügen immer so zunimmt wie bisher. Aber wisst ihr, was die Ursache ist, dass eure Sitten nur Fremden so auffallen? Oh, ich mag nicht reden. Ich müsste entsetzlich weit ausholen. Ich will euch zufrieden lassen und nach Hause reisen, in Unschuld meine väterlichen Besitztümer zu genießen, mein Land regieren und Mauren herumziehen, dass jeder, der aus Europa kommt, erst Quarantäne hält, ehe er seine Pestbeulen unter meinen Untertanen vervielfältigt. Also das ist erstaunend hart, allerliebster Prinz. Ich wünschte gern, dass Sie eine gute Meinung von uns mit nach Hause nehmen. Sie haben sich noch nicht um unseren Garten und Feldbau bekümmert. Hm?
Aber was, Sie sind noch jung. Sie müssten sich ein 10, 20 Jahre wenigstens bei uns aufhalten, bis dass Sie lernten, wo wir es allen anderen Nationen in der ganzen Welt zuvor getan. Im Betrügen, in der Spitzbüberei. Ei, was, ich rede vom Feldbau und Sie... Alles zugestanden. Ich baue zuerst mein Herz denn um mich herum. Alles zugestanden. Ihr wisst erstaunlich viel. Aber ihr tut nichts. Ich rede nicht von Ihnen. Sie sind der wackerste Europäer, den ich kenne. Das bitte ich mir aus. Ich schaffe den ganzen Tag. Ich wollte sagen, ihr wisst nichts. Alles, was ihr zusammengestoppelt, bleibt auf der Oberfläche eures Verstandes. Wird zu List, nicht zu Empfindung. Ihr kennt das Wort nicht einmal. Was ihr Empfindung nennt, ist Schminke, womit ihr Brutalität bestreicht. Ihr seid wunderschöne Masken, mit Lastern und Niederträchtigkeiten ausgestopft, wie ein Fuchsbalg mit Heu. Herz und Eingeweide sucht man vergeblich. Die sind schon im 12. Jahre zu allen Teufeln gegangen. Leben Sie wohl. Dass man nicht allein mitteilt, ist weniger eindeutig und weniger bedrückend. Auf dem Weg hierher habe ich darüber nachgedacht. Wenn ich allein hineingehe, muss ich gleich anfangen zu reden. Nach ein paar Worten wissen Sie Bescheid. Und ich habe nichts mehr zu sagen. Wenn wir zusammen hineingehen, sage ich ihm beispielsweise nach langem Umschweifen, man hat sie so gefunden, ihre Hände waren gefaltet. Ihre Hände waren nicht gefaltet. Sehen Sie, unwillkürlich redet man. Dann hören Sie uns zu und denken nicht daran, der schlechten Nachricht ins Auge zu sehen. Es ist wichtig, dass man ein bisschen redet im Kreise der Unglücklichen, dass man sie nicht sich selbst überliest, doch die am wenigsten Beteiligten nehmen unbewusst einen Teil des Schmerzes auf sich. Noch die am wenigsten Beteiligten nehmen unbewusst einen Teil des Schmerzes auf sich.
Nach einem kurzen Tanzstück zu Interieur von Maurice Maeterlinck folgt Tarelkins Tod. Eine Abrechnung mit der russischen Justiz und Bürokratie von Alexander Sokolow-Kobylin. Ein Stück, welches nach seiner Erscheinung 1869 über 30 Jahre verboten wurde, bis es uraufgeführt werden konnte. So gut, ich mache Schluss! Mir reicht's jetzt! Meine Vorgesetzten reißen mich in Stücke. Meine Gläubiger nageln an meinem Sarg. Ich habe die Misere satt. Also werde ich das Zeitliche segnen. Aber wie ein Hund krepieren will ich deshalb noch lange nicht. Kommt gar nicht in Frage. Eines natürlichen Todes sterben? Nie und nimmer. Die Natur und ihre Gesetze, das ist was für Idioten. Ich, Tarelkin, sterbe, wie es mir passt, wo es mir passt und woran es mir passt. Verstanden? Komm tot. Wo ist dein Stachel? Du machst allen Plagen ein Ende. So her mit dir. Und Schluss mit den Schulden. Schluss mit den Rechnungen und Schluss mit der Pumperei. Lebt wohl, ihr Herren da oben und da unten. Ich bitte um Vergebung, meine Herren Vorgesetzten. Lebt wohl, meine Freunde, meine Totengräber. Ihr feigen Hunde. Tarelkin ist nicht mehr. Friede sein Gebein. Oder brauchen Sie vielleicht auch einen Verwalter? Ich bin wirklich ein glänzender Geschäftsmann. Wenn Sie sich überzeugen wollen, bitte, hier sind meine Zeugnisse. Meine Erfahrungen sind wirklich außerordentlich vielschichtig. Ich bin durch dick und dünn gegangen, ganz zu schweigen von meiner unendlichen Redlichkeit. Meine Herren, das ist eine einmalige Gelegenheit. Nein? Sie sind nicht interessiert? Dann möchte ich Sie aber bitten, sich zumindest meine Adresse zu notieren, für den Fall, dass Sie es sich noch einmal überlegen. Ja, bitte, schreiben Sie. Oder wollen Sie nicht vielleicht doch gleich ganz zugreifen? Ich bin auch in Finanzierung äußerst versiert. Ja, für einen Mann wie mich hat die Geschäftswelt keinerlei Geheimnisse. Mit einem Wort, ich biete Ihnen Produktivität, Zuwachsraten, Gewinnchancen, dass Ihnen der Verstand stehen bleibt. Schlagen Sie diese Hand nicht zurück. Schenken Sie mir Ihr Vertrauen. Ich sehe schon, Sie denken, Sie können das auch ohne mich. Aber sind Sie sich da sicher? Früher oder später, da wird es Ihnen leid tun. Alleine können Sie das doch gar nicht. Sie brauchen einen Fachmann. Sie brauchen einen Berater. Sie brauchen einen Vampir. Ein Monat auf dem Lande. In diesem Stück gibt es nur ein Thema, die Liebe. Nirgendwo sonst findet man so viel Verzweiflung, Irritation, Scham, Sehnsucht, Angst und Berechnung. Durch alle Altersklassen hindurch wird die möglichst unmögliche Verbindung gesucht. Endlich sind wir allein, Natalia Petrovna. Sagen Sie mir, was mit Ihnen los ist. Nichts, Michel, gar nichts. Und wenn etwas war, ist es vorbei. Das kann doch jedem passieren, oder? Auch über den Himmel ziehen Wolken. Wieso schauen Sie mich so an? Nur so, ich bin glücklich. Michel, öffnen Sie das Fenster. Der Garten ist so herrlich. Grüß dich, Wind! Als hätte er nur auf die Gelegenheit gewartet, hereinzuwehen. In Windeseile hat er das ganze Zimmer erobert. Jetzt lässt er sich nicht mehr verjagen. Sie sind jetzt so sanft und still wie der Abend nach einem Gewitter. Nach einem Gewitter? Gab es denn ein Gewitter? Es hat sich nur zusammengebraut. Tatsächlich?
Wissen Sie, Michelle, ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der gutmütiger wäre als Sie. Ehrlich. Nein, lassen Sie mich ausreden. Sie sind tolerant, liebenswürdig, verlässlich. Sie verändern sich nicht. Ich habe Ihnen viel zu verdanken. Natalia Petrovna, wieso sagen Sie das ausgerechnet jetzt? Weiß ich nicht. Ich bin fröhlich, entspannt. Lassen Sie mich plappern. Sie sind ein Engel. Nur heute Morgen hätten Sie das nicht gesagt. Hören Sie, Michelle, Sie kennen mich. Sie müssen mir verzeihen. Unser Verhältnis ist so rein, so aufrichtig. Und trotzdem nicht ganz natürlich. Wir zwei können nicht nur Arkadi, mein Mann, sondern der ganzen Welt offen in die Augen sehen. Ja, aber... Und genau das belastet, beschämt und ärgert mich. Und wie ein Kind will ich meinen Ärger an einem anderen auslassen, besonders gern an Ihnen. Geht Ihnen dieses Privileg nicht auf die Nerven? Nein, im Gegenteil. Tja, manchmal macht es Spaß, den zu quälen, den man liebt. Ja, den man liebt. Auch ich kann, wie Tatjana sagen, wozu noch heucheln? Natalia Petrovna, Sie... Ja, ich liebe Sie. Aber wissen Sie, Rakitin, was mir manchmal komisch vorkommt? Ich liebe Sie. Nur ist dieses Gefühl so abgeklärt, so friedlich. Es erregt mich nicht. Es wärmt mich. Aber Sie haben mich nie zum Weinen gebracht. Und das wäre zwingend notwendig, glaube ich. Was bedeutet das? Diese Frage beantwortet sich von selbst. Wir kennen uns schon so lange. Ja. 4 Jahre. Ja. Wir sind alte Freunde. Freunde? Nein, Sie sind mehr für mich als ein Freund. Natalia Petrovna, lassen Sie dieses Thema. Ich fürchte um mein Glück, es könnte in Ihren Händen zerbrechen. Nein, nein, nein. Die Krux ist, Sie sind zu gutmütig. Zu tolerant mir gegenüber. Sie haben mich verwöhnt. Seien Sie nicht so gutmütig, hören Sie. Ich höre. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich persönlich wünsche mir kein anderes Glück. Viele würden mich beneiden. Nicht wahr? Ich bin Ihnen hilflos ausgeliefert. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Ich kann ihn jetzt nicht sehen. Bis später. Was ist das? Der Anfang vom Ende? Oder das Ende schlechthin? Oder der Anfang? Ich hab dich einmal geküsst, ich hab dich zweimal geküsst, doch erst beim dritten Kuss hab ich gewusst, wie süß du bist. Ich hab dich einmal gefragt, ich hab dich zweimal gefragt,
Doch erst beim dritten Mal hast du mir endlich Ja gesagt. Haben Sie das gesehen? Diesen Übermut, diese Spielfreude, dieses unbedingte Verwandlungsglück in den Gesichtern dieser fantastischen Schauspielerinnen und Schauspieler. Was ist das? Ist das der Anfang vom Ende? Oder ein neuer Anfang, heißt es bei Turgenev. Und vielleicht ist das ja jetzt gerade wirklich ein Moment, in dem sich die Dinge neu ordnen. In dem man Zeit hat, über die Welt nach Corona nachzudenken, insbesondere die Theaterwelt, wo eine Lücke ist, in dem man neue Pläne schmieden, neue Gedanken entwickeln kann. Der ursprüngliche Impuls dieser ganzen Unternehmung, Spielplanänderung, war, wie gesagt, die Dramaturgien an den vielen fantastischen Theatern dieses Landes dazu anzuregen, ihre Spielpläne vielfältiger, unordentlicher zu machen. Denn jenseits der Evergreens, die als Kanon oder Klassiker landauf, landab immer wieder gespielt werden, gibt es eben eine ungeheure Vielzahl von vergessener Dramatik, von verloren gegangenen Stücken, die unbedingt wiederentdeckt gehören und auf die Bühnen der Theater drängen. Ein paar haben Sie eben in Ausschnitten angespielt gesehen. Wir haben diese Vielzahl von Stücken auf 30 Vorschläge in der Zeitung erst sozusagen reduziert, von ganz unterschiedlichen Autorinnen und Autoren vorgeschlagen, erst in der Serie Spielplanänderung, dann in dem Buch Spielplanänderung, das beim Tropenverlag herausgekommen ist. 30 Stücke, die das Theater heute braucht. Natürlich ist das etwas provokant, etwas übermütig, etwas angriffslustig vielleicht, das Wort braucht. Aber vielleicht ist das jetzt doch wirklich der Moment, wo das Theater etwas braucht, Anregung braucht, neue Kraft, neuen Anschub, damit es nach Corona, wenn die Vorhänge wieder aufgehen, mit einem neuen Ideenreichtum überzeugen kann. Darum, worum es in diesem Buch geht und wie Sie es glücklich erwerben können, hören wir jetzt zwei wunderbare Buchhändler aus Potsdam aus dem phänomenalen, theaterverrückten Literaturladen Whist. Unser Literaturladen in Potsdam ist sehr theateraffin. Und dieses Buch, Spielplanänderung mit Ausrufezeichen, ist eine wahre Entdeckungsreise. Ja, warum ist das Buch jetzt gerade so wichtig? Ja, dieses Buch, die Anthologie, herausgegeben von Simon Strauss, beinhaltet 30 Theaterstücke, die das Theater heute umso mehr braucht, um die Bühne zu reformieren. Und gerade in dieser Zeit, wo die Theater nicht offen sein dürfen, ist das Buch der perfekte Begleiter, um das Theater nach Hause zu holen, in den Kopf zu holen und weiter dabei zu sein, weiter dabei zu bleiben. Also das Theater lebt weiter, auch in diesem Buch. Und die Art und Weise, wie es geschrieben wurde, nämlich mit kleinen dialogischen Ausschnitten und mit sehr individuellen Beschreibungen dessen, was da in diesen Theaterstücken passiert, die wieder neu entdeckt wurden, das ist natürlich auch eine sehr erhellende und sehr geistvolle Art und Weise, sich mit Theater weiter zu beschäftigen. Wir haben aus dem Literaturladen 10 Bücher, die wir gratis verschicken wollen, nämlich an die, die uns schreiben, die uns eine Mail schicken, an folgende Adresse: whist@whist-der-literaturladen, klein und zusammengeschrieben.de. Ja, meine Damen und Herren, auf die Plätze, fertig, los. Die ersten 10 E-Mails, die jetzt an info@whist-der-literaturladen.de geschickt werden, erhalten das Buch zur Sendung gratis und alle anderen bezahlen mit dem Buch gewissermaßen einen solidarischen Eintrittspreis für diesen Theaterabend und unterstützen nebenbei auch eine wunderbare Buchhandlung, die wie so viele andere auch gerade durch eine schwere Zeit geht. Also info@whist-der-literaturladen.de. Ansonsten gibt es das Buch natürlich auch im Buchladen Ihrer Wahl. Ende der Werbedurchsage. Unseren nächsten Gesprächsgast kennen Sie aus dem Kino, etwa aus dem sehr berührenden Film Schwesterlein, der vor kurzem angelaufen ist und jetzt, weil die Kinos ja auch zu sind, leider auch nicht zu sehen ist. Oder aus dem Fernsehen, morgen Abend etwa, können Sie ihn als Rechtsanwalt Biegler sehen in der ARD-Verfilmung von Ferdinand von Schirachs neuestem Theaterstück Gott. Aber wenn Sie ihn wirklich kennen, dann kennen Sie den Schauspieler Lars Eidinger von der Bühne.
Da, wo er Stanley Kowalski, Hamlet oder Richard III. Gespielt hat. Oder zuletzt ein mit allen Weihwassern der flirrenden Gegenwart gewaschenen Peer Gynt, der so lange, so tief in sich selbst sucht, bis er einen zerkratzten Spiegel findet. Lieber Lars Eidinger, ich freue mich, dass du heute Abend hier bist. Ja, ich freue mich auch, wobei es sehr abenteuerlich ist hier über dieses Programm. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Aber man sieht dich aber wunderbar. Du hast ja einen Drehtag hinter dir. Ja, genau. Ich drehe gerade in Frankfurt einen Tatort und morgen früh bin ich hier im Frühstücksfernsehen in Köln. Deswegen bin ich jetzt gerade in Köln, um aufmerksam zu machen auf Gott, was du gerade schon erwähnt hast, was morgen Abend um 20.15 Uhr im Ersten läuft. Du machst viel Fernsehen gerade. Du spielst viel vor der Kamera. Das machst du sowieso schon länger und so. Aber jetzt sind die Theater zu. Bedeutet das für dich etwas Besonderes, dass du spielst, aber du spielst eben nicht auf der Bühne? Was bedeutet das für dich, dass du nicht auf der Bühne stehen kannst im Moment? Ja, ich halte mich so ein bisschen an dem Fernsehen fest im Moment. Also es war ziemlich schnell klar, dass ich während des zweiten Lockdowns jetzt im November drehen kann, was mir geholfen hat. Dann war es kurioserweise so, dass es hieß, ich sollte jetzt zum ersten Drehtag anreisen, dann hieß es, es gibt einen positiv getesteten Komparsen, ich soll nochmal zu Hause bleiben. 3 Tage später hieß es, es gibt jetzt 4 positive Tests und der ganze Tatort wurde abgesagt. Und dann gab es nochmal eine Nachricht, alle 4 Tests waren falsch und wir drehen jetzt doch. Und ich hab einfach gemerkt, wie sehr mir das geholfen hat, aber es ersetzt das Theater natürlich nicht. Ich hatte das große Glück, dass ich jetzt im Oktober fast 2 Wochen, was ja gegen unser Prinzip ist, eigentlich en suite spielen konnte, Peer Gynt. Ich sage es einfach so ganz blöd, pathetisch, ich habe am Ende jedes Mal geweint, weil ich es einfach so vermisst habe und weil ich so glücklich war, mit den Leuten direkt in einen Austausch zu kommen. Und ich habe auch gespürt, dass es den Leuten ähnlich ging. Und ich meine, du weißt es, aber die Unmittelbarkeit ist der größte Trumpf, den das Theater hat. Und das habe ich mir auch schon immer auf die Fahne geschrieben, dass das ist, was ich ausspielen will. Und ich glaube, das ist auch das, was das Theater allen anderen Medien voraus hat. Und deswegen haben wir jetzt auch ein sehr junges Publikum. Unser Publikum ist zwischen 20 und 40 und die finden da was im Theater, was sie woanders nicht finden. Und danach suchen sie und das erleben sie. Und deswegen ist das Theater im Grunde auch der Dinosaurier. Man macht sich ja immer was vor, man denkt so, die Dinosaurier haben ganz kurz gelebt und dann kamen die Menschen. Es ist ja genau umgekehrt. Also wenn die Weltgeschichte 1 Stunde ist, dann hat der Mensch vielleicht 1 Sekunde gelebt und den Rest der Zeit der Dinosaurier. Ich glaube tatsächlich, auch wenn ich mir natürlich Sorgen ums Theater mache, aber ich glaube, das Theater wird alles überleben. Also wer hätte gedacht, du bist ja jünger als ich, aber ich bin Jahrgang 76, wer hätte gedacht, dass das Fernsehen mal in eine Krise kommt? Also wer hätte gedacht, dass meine Tochter vielleicht 5-mal in ihrem Leben den Fernseher angemacht hat? Ja, sehr schön, wie du das beschreibst. Ich meine, dein Theater, für die, die es nicht wissen, ist die Berliner Schaubühne. Der Intendant der Berliner Schaubühne, Thomas Ostermeier, hat ja gesagt, dass aus seiner Perspektive es das Sinnvollste wäre, jetzt eigentlich bis zum Sommer die Theater zuzulassen. Was für ein Gefühl hast du bei so einem Satz? Also findest du das verständlich oder schnürst dir da doch die Kehle zu? Ich habe mit ihm jetzt nicht darüber gesprochen. Mein erster Impuls war, dass er das natürlich sagt, weil die Schaubühne ist ein teilweise privates Theater. Es ist nicht 100% staatlich subventioniert. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Türen öffnen, aber nur vor einem Drittel Leute spielen, schreiben wir rote Zahlen. Und ich glaube, er weiß, dass das Theater, wenn es offen ist, die Schaubühne unter den Bedingungen auf kurz oder lang pleite gehen würde. Und deswegen sagt er, lass uns die Theater lieber zumachen, weil mit Kurzarbeit fahren wir besser. Wenn die Mitarbeiter mit Kurzarbeit bezahlt werden und dann geht es. Also was nicht geht, ist, die Leute voll zu bezahlen, so wie es jetzt im Oktober war, und nur 1/3 der Plätze besetzen zu können. Das rentiert sich nicht. Das ist bei allen staatlichen Theatern anders.
Und da ist es im Grunde egal, wie viele Leute da drin sitzen. Bei uns war es schon immer existenziell. Und ich meine, die Schaubühne war schon immer im Vergleich zu allen anderen Theatern in Berlin unterfinanziert. Und ist ja kein Geheimnis, dass die Gastspiele, so schön sie sind, nur den einzigen Grund haben, dieses Theater zu finanzieren. Wir haben uns in den 20 Jahren, die wir die Thomas Ostermeier, die künstlerische Leitung von der Schaubühne übernommen hat, haben wir uns nur über die Gastspiele finanziert. Nicht über die staatlichen Subventionen. Das ist jetzt natürlich genau auch eine große Gefahr, ne, wenn es keine Gastspiele mehr gibt für die finanzielle Situation. Ja, wenn man dich, ist auch so, wenn man dich sieht, jeder, der jetzt zusammenzuckt und denkt, Kurzarbeit, da sitzen die zu Hause und der Steuerzahler muss es bezahlen, das speist sich tatsächlich aus den Rücklagen, die die Schauspieler selber gemacht haben über die Jahre. Also der Steuerzahler muss da nicht herhalten. Ja. Wenn wir noch mal kurz auf dich als Schauspieler kommen. Ich meine, ich finde immer es so eindrucksvoll, wenn man dich sieht in Babylon Berlin zum Beispiel, im Tatort, aber auch jetzt an dem schon angesprochenen Gott in der Verfilmung von Schirach, dann hat man das Gefühl, das ist sozusagen ein anderer Schauspieler als der, den man zum Beispiel bei Peer Gynt, diesen wahnsinnigen Abend der vollständigen Entblößung, sagen wir mal, seelischen Entblößung, körperlichen Entblößung, des wirklichen Spielens um alles geht. Ist das so? Sind das zwei verschiedene sozusagen Schauspielidentitäten, die du hast, die du auf dem Theater hast und auf der Leinwand? Also ich kann verstehen, dass der Eindruck entsteht, aber es ist, glaube ich, es kommt alles aus dem gleichen Ansatz und es gibt, glaube ich, sehr unterschiedliche Herangehensweisen, sowohl bei Filmemachern, bei Regisseuren, bei Theatermachern, aber auch bei Schauspielern. Es gibt Schauspieler, die haben eine Form, die sie jedem Stoff überstülpen. Und das meine ich auch gar nicht wertend, das ist tatsächlich einfach eine Herangehensweise. Bei mir ist es so, dass der Stoff die Form bestimmt. Das heißt, je nach dem Thema und je nach der Auseinandersetzung verändert sich auch meine Art zu spielen. Aber das ist nichts, was ich von außen sozusagen dem überstülpe, sondern es ist was, auf das ich reagiere. Und es sind auch ganz selten Sachen, die ich mir vorher überlege. Oder je länger ich den Beruf mache, je mehr möchte ich eigentlich aus dem gestalterischen Moment herauskommen, weil ich an den nicht glaube, weil der tatsächlich was Rückwärtsgewandtes hat. Wenn ich mir vorher überlege, wie ich es mache und setze das dann um, dann hat es in dem Moment nicht die Gültigkeit, die es erfahren könnte. Und das ist für mich ja auch der Grund, warum ich so am Theater festhalte, weil das Theater im Gegensatz zum Film beispielsweise die Vergänglichkeit und die Endlichkeit feiert und kultiviert. Und der Film, das sagt ja schon das Vokabular, beim Film sagt man, die Szene ist gestorben, man versucht was festzuhalten. Und das widerspricht eigentlich dem Leben. Theater heißt loslassen. Und daran glaube ich, und das ist auch die Schönheit. Und deswegen ist Theater auch im Vergleich, oder man kann es ganz gut vergleichen, finde ich, mit Schnittblumen. Wenn ich jemandem einen Strauß Blumen überreiche, dann besteht die Erotik in dem morbiden Charme, dass diese Blumen schon vergangen sind. Und eine Topfpflanze hat diese Erotik nicht. Und für mich ist der Film instant. Für mich ist der Film was eigentlich tot ist. Das Theater lebt, weil es vergeht. Und das finde ich, über die Abwesenheit von Leben, über den Tod, erfährt man halt mehr darüber, was es tatsächlich ist, was gemeint ist mit Leben. Leben ist Bewegung. Und deswegen lautet der letzte Satz bei Hamlet auch, der Rest ist Stille. Stille meint die Atmosphäre, die herrscht, wenn keiner anwesend ist. Solange Menschen anwesend sind, bewegt sich, ist das Leben in Bewegung. Und das genieße ich so, dass ich in einem Raum bin, und du hast es ja auch neulich gesagt, und es gibt auch dieses berühmte Zitat von David Lynch, die Intelligenz in einem Raum ist höher als die Summe der Anwesenden. Und daran glaube ich, und das ist das, was jeden verzaubert und jeden bewegt, ins Theater zu gehen, wenn er das einmal erlebt hat. Das ist was Energetisches, und das geht über das hinaus, was man alleine erleben kann. Und es geht über das, deswegen der Begriff fällt mir jetzt gerade ein, Mattscheibe. Ist ja auch so treffend, ist einfach matt. und bei Unterhaltung, bei Entertainment geht es um Kommunikation. Und die findet im Theater statt, in der Unmittelbarkeit. Und Karl Hegemann hat es irgendwann mal zu mir gesagt, dass Theater eigentlich meint,
einen Käfig voller Tiger zu beobachten, mit dem Wissen, dass der Käfig geöffnet ist. Und das macht den Thrill aus, das macht die Spannung aus. Und im Moment, wenn Theater stattfindet, nur mit geschlossenem Käfig und ja, im Moment wie im Berliner Zoo, ohne, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also, wunderbar. Da gehen die Tiger ja ein, ist ganz klar. Ja, wunderbare Beispiele jetzt der Beschreibung vom jugendlichen Dinosaurier über die Schnittblume bis zum Tiger. Das sind wunderbare Beschreibungen des Theaters. Sag zuletzt nur die Frage, wir machen hier ja ein bisschen, kämpfen wir sozusagen für das Theaterstück, nicht die vergessenen Theaterstücke, die wir wiederentdecken wollen. Ist das für dich überhaupt eine Frage als Schauspieler? Also brauchst du für deinen Begriff von Theater Theaterstücke, oder würdest du auch sagen, das ist eigentlich gar nicht so entscheidend, so wichtig, die Fantasie eines Kollektivs erarbeitet, ist gleichbedeutend mit dem Theaterstück? Nein. Das absolute Gegenteil. Ich meine, du weißt, wie sehr ich dich verehre und wie sehr ich deinen Vater verehre, und die Auseinandersetzung mit der Übersetzung von Peer Gynt, auch nochmal mit dem Autor Ibsen, in meiner Beschäftigung mit Peer Gynt, hat mir wieder mal gezeigt, dass es Autoren gibt, die in der Lage sind, was zu beschreiben, an dem ich mich mit meinem Horizont ein Leben lang abarbeiten kann. Als wenn jemand schon mal drüber geguckt hat und über den Tellerrand. Und ich plötzlich mit dessen Augen sehen kann und plötzlich eine Tiefe oder Weite erfahre, zu der ich selber niemals in der Lage gewesen wäre. Und ich glaube, das ist auch das, was man dem Zuschauer geben kann. Diesen Blick, der sich dann vermittelt in der Beschäftigung damit. Und ich glaube absolut an Autoren. Ich bin ein großer Verfechter des Wortes und ich halte immer an den Worten fest. Ich lege großen Wert darauf, wenn ich auf der Bühne stehe, abseits von Extemporis oder Improvisation, wirklich beim Text zu bleiben. Und ich bin sehr textgenau. Ich liebe Shakespeare, ich liebe Ibsen, ich liebe Übersetzungen wie die von Boto Strauß, von Thomas Brasch. Das sind Leute, die Welt verstanden haben, und das tragen wir in uns. Das kann uns keiner mehr nehmen. Das sind ja Werte, die geschaffen wurden und die es gilt zu bewahren. Und ich sehe meine Aufgabe darin, diese Autoren immer wieder sprechen zu lassen und immer wieder zum Leben zu erwecken durch meine Interpretation. Und bei Peer Gynt ist mir das wieder mal bewusst geworden, dass ich letztendlich, so wichtig ich mich natürlich auch nehme als Künstlerpersönlichkeit und meinen Ausdruck, stelle ich mich in dem Moment in den Dienst eines Autors, um den bestmöglich hörbar zu machen und sichtbar zu machen, was der in die Welt getragen hat. Und ja, und es ist genau wie du sagst, es ist ein Schatz, oder du, wie hast du es genannt? Herzens, wie war dein Begriff? Haushalt. Genau, es geht um den Herzenshaushalt, und das ist was wir nicht unterschätzen dürfen. Und ich fand es sehr treffend, das mit einem Fitnessstudio zu vergleichen, weil ja, das ist was die Menschen bewegt, und das ist das, ich meine, jetzt kaum war vom Fitnessstudio die Rede, schon wurde uns die Leitung gekappt, Lars. Vielen Dank aber erstmal für deine wunderbaren Sätze. Danke dir, Lars, für deine wunderbaren Sätze, für sozusagen die Werbung in eigener Sache, für das Fürsprechen, für das Theater mit unglaublich schönen Beschreibungen. Und ich glaube, dass das eben eine ganz besondere Ausdruckskraft hat, wenn man einen Schauspieler reden hört über das, was wir hier am Ende ja dann doch theoretisch verhandeln. Vielen Dank. Die Wichtigkeit des Theaters hat Lars Eidinger gerade beschworen, aber sind die Theater wirklich in unserer Gesellschaft wichtig über den Betrieb hinaus? Was bedeutet wichtig? Ist Ihre Schließung ein richtiges, verantwortungsvolles Zeichen in Zeiten der Krise oder ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Kunstfreiheit? Verfassungsfeindlich, sagt etwa der Berliner Kunstanwalt Peter Raue dazu.
Lass die Theater am besten bis zum Sommer offen, ist gerade schon zitiert, ruft der Intendant der Berliner Schaubühne, Thomas Ostermeier, zurück. Was muss wie verteidigt bzw. ausgehalten werden? Wie geht es nach Corona weiter? Ist die Zukunft des Theaters digital oder lebt es weiter von der Unmittelbarkeit des Verwandlungsspiels? Was kann eine Kulturpolitik machen, damit die Verteilungskämpfe, die drohen, nicht die kostbare, einzigartige, subventionierte Theaterlandschaft in Deutschland antastet? Oder sollte man sie gerade antasten? Das sind alles umstrittene Fragen, die letztes Wochenende im Roten Salon der Volksbühne im Rahmen einer prominent besetzten Podiumsdiskussion diskutiert und debattiert wurden. Moderiert hat sie Jürgen Kaube, der Herausgeber des Feuilletons der FAZ, und wir hören jetzt in die ersten 10 Minuten hinein. Guten Abend oder guten Tag, meine Damen und Herren. Spielplanänderung heißt der Titel der Diskussion, die wir jetzt gleich führen werden. Damit war ursprünglich verbunden eigentlich die Idee, Stücke, die selten oder gar nie gespielt werden, vorzuschlagen und darüber zu sprechen, warum sie nicht gespielt werden, ob sie gespielt werden sollten, was in ihnen drin steckt. Zweimal haben wir es versucht. Die Pandemie hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber jetzt findet trotzdem eine Diskussion statt, unter demselben Titel, aber zu einem anderen Thema, nämlich die große Spielplanänderung, die im Augenblick stattfindet, nämlich, dass gar nicht gespielt wird. Wir sind jetzt in dem zweiten Lockdown, der den Light genannt wird. Wir wissen nicht, wann das endet, aber wir wissen, dass im Augenblick eben die Theater, die Opern, die Bühnen insgesamt genauso zu sind wie die Museen und andere Veranstaltungen aus dem Bereich der Kunst. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen diskutieren, was das heißt, ob das richtig so ist, welche Einschätzung von Kultur damit einhergeht. Und ich stelle Ihnen die Gäste vor, die hier mit mir diskutieren werden. Mein Name ist Jürgen Kaube. Ich kümmere mich in der FAZ um das Feuilleton. Dörte Lisewski, Schauspielerin aus Wien, angereist. Klaus Lederer, Kultursenator Berlins und auch für Europa zuständig. Thomas Oberender, der Intendant der Berliner Festspiele und ein Autor. Ich fange mal an, einfach, Frau Lisewski, was machen Sie zurzeit? Ich durfte an dem geänderten Programm gerade teilnehmen, hier in der wunderbaren Volksbühne. Ansonsten denke ich darüber nach, wie es weitergeht, weil ich habe derzeit keine Proben. Ich glaube, das ist jetzt mit der jetzigen Stunde auch geändert. Ich habe gerade gehört, dass es einen harten Lockdown jetzt gibt in Österreich, vor einer Stunde oder so. Das heißt, bis jetzt durften wir Proben spielen, nicht. Das wird jetzt, glaube ich, auch hinfällig sein. Das heißt, jetzt muss man da die Zeit nutzen, darüber nachzudenken, wie man mit dieser neuen Situation, die sich noch lange hinziehen wird, umgeht. Denn nichts tun und abwarten kann es meines Erachtens nach nicht sein. Ist es eigentlich so als Schauspielerin, dass man das Gefühl hat, man verliert, wenn man nicht probt? Bei Musikern liegt das immer nahe zu sagen, wenn die nicht proben können, dann rostet das irgendwie ein, die Fähigkeit. Wie ist das im Schauspiel? Das ist vielleicht nicht zu erwarten, aber das ist exakt dasselbe. Das heißt, das Training, die Elastizität, die Beweglichkeit von Gedanken, von Gefühlen, vom Körper, der rein sportive Effekt des Ganzen, also im weitesten Sinne sportiv, das spürt man, wenn man das nicht tut. Zumal das ein Beruf ist oder eine Tätigkeit ist, die sich immer im Austausch mit anderen befindet, in Energien mit anderen. Und wenn diese Energie fehlt, das spürt man sofort, weil ein Vakuum greift und eine Art von Implosion, die ist sehr unangenehm. Denn ein Schauspieler, der spielt und tut, ist ein Schauspieler, der spielt. Und ein Schauspieler, der auf dem Sofa sitzt, ist kein Schauspieler. Herr Lederer, Sie, wie soll ich sagen, verantworten den Lockdown nicht, aber Sie sind an seiner Umsetzung beteiligt. Wie sehen Sie das?
Wie sehen Sie insbesondere auch die, wie soll ich sagen, die Begründung, die seitens der Bühnen gekommen sind, dass man sich doch so sehr um den Hygienekonzepte gekümmert hat, um Abstand, dass man also doch sehr viel Wert darauf gelegt hat, der gesundheitspolitischen Situation Rechnung zu tragen und gleichwohl jetzt die Bühnen geschlossen sind und die Kaufhäuser offen? Also erstmal verantworte ich den Lockdown natürlich in der Weise schon mit, als die Landesregierung das Ganze am Ende in Rechtsverordnungen gießen oder in Normen gießen. Und ich habe dem ja zugestimmt im Senat. Ich habe ja nicht gesagt, nein, ich mache das nicht mit, weil die steigenden Ansteckungszahlen sind ja erstmal ein Fakt. So. Und das Argument, nun haben wir uns 7 Monate vorbereitet, ist einerseits richtig, relativiert sich andererseits, wenn wir wissen, dass die Kontaktbeschränkungen ja nicht nur die Situation in Einrichtungen selbst betreffen, sondern offensichtlich das Ziel ja auch darin besteht, das gesellschaftliche Leben zu verlangsamen, insgesamt weniger Verkehr zu erzeugen, wenn ich das mal so sagen darf. Also das ist zumindest der Hintergrund des Ganzen angesichts der Belastungssituation im Gesundheitswesen. Und trotzdem bleibt natürlich bei mir auch ein Nachgeschmack und der hat verschiedene Schichtungen. Ich will jetzt mal nur eine rausgreifen. Als Jurist kann man das gut und ist da dann auf der sicheren Seite. Die Begründung, die nach der Ministerpräsidentenkonferenz kam, war die, dass Versammlungsfreiheit, Gottesdienste, Religionsausübung grundgesetzlich geschützt sind. Das ist ja eine Verfassungswertung und dass deswegen bei diesen grundrechtsgeneigten Bereichen Einschränkungen jetzt nicht tunlich waren. So, da ist ganz nebenbei natürlich die Kunst vergessen worden, denn auch die Kunstfreiheit ist eine verfassungsrechtlich geschützte Betätigung und das hat gute Gründe, weil man in einer offenen, in einer demokratischen Gesellschaft der Kunst offenbar eine Rolle zuspricht, die jetzt über das reine Freizeitvergnügen hinausgeht, von dem ja in dieser Pressekonferenz die Rede war. Also man geht davon aus, es gibt eine gesellschaftliche Funktion von Kunst und wenn man das sozusagen mit einer Seitenbemerkung abtut, dass hier Freizeit, jetzt ist nicht die Zeit für Freizeit und Geselligkeit, dann verkennt das ganz offensichtlich diese gesellschaftliche Funktion von Kunst und da muss man gar keinen großen Pathos an den Tag legen. Ich finde das problematisch, dass das so diskussionslos, so 1-fix-3 gemacht worden ist, mit allen Konsequenzen. Da spielt für mich jetzt nochmal die Frage, wie viel Mühe sich in den letzten 7 Monaten gegeben wurde oder die soziale Situation der Kunstschaffenden. Spielt auch eine Rolle, aber es spielt gar nicht die vordergründige Rolle, weil das Problem haben andere gesellschaftliche Bereiche natürlich auch. Also auch Gastronominnen und Gastronomen haben in den letzten 7 Monaten, waren die nicht untätig, sondern haben versucht, ihre Läden Corona-fest zu machen, wenn man das so sagen darf. Also was bei mir Unbehagen auslöst, ist die Tatsache, dass im Diskurs die Kunst so relativ umstandslos dem in einer solchen Krisensituation überflüssigen oder jetzt mal für eine Weile außer Kraft zu setzen, Freizeitvergnügen subsumiert wird. Und da sage ich mal, wenn man sagt, der Gottesdienst ist ein Ort oder die Religionsausübung ist ein Ort der Sinnsuche, der individuellen Bearbeitung auch von Krisensituationen, dann trifft das zumindest für die Kunst auch zu, denn auch sie hilft der Erkenntnissuche, auch sie hat ein Momentum von Sinnsuche und gerade in Krisensituationen, würde ich behaupten, hat das eine besondere Relevanz. Ja, und das ist mein Unbehagen. Ja, würden Sie denken, dass vielleicht der Grund dafür ist, also für die unterschiedliche Bearbeitung des Themas Religion im Verhältnis zu Kunst, dass ein Gottesdienst sich besser abgrenzen lässt als alle möglichen Arten der Kunstausübung, weil es ja ein, man könnte ja sagen, es gibt ein Kontinuum von einem Popkonzert zu einer Aufführung der Braut von Messina und das ist beim Gottesdienst doch wirklich, wie soll man sagen, eingrenzbarer. Ist das der Grund gewesen, dass man das gemacht hat? Also wenn wir davon ausgehen, dass all diese Maßnahmen mit einer Pandemiesituation begründet werden, dann ist so eine undifferenzierte Teilung des einen vom anderen einfach nicht haltbar. Weil man könnte natürlich auch in der Kunst sagen, es gibt bestimmte Betätigungen, bei denen ist alles, was wir über die Pandemie wissen, in besonderer Weise gefährdend. Also geschlossene Räume ohne Belüftungsanlagen. Die Clubs sind seit März zu, vergegenwärtigen wir uns das mal. Also da gab es nie zwischendurch eine Phase der Öffnung. So. Also man könnte schon auch sagen, es gibt bestimmte epidemiologisch besondere Gefahrensituationen, das lassen wir jetzt mal weg, haben wir auch in der Vergangenheit weggelassen und es gibt andere Dinge, die sind relativ unbedenklich. Also der Wertungswiderspruch tut sich sofort auf, wenn ich eben sage, ich kann in eine Galerie gehen, um ein Bild zu kaufen.
Ja, wenn ich über das nötige Geld verfüge, weil die kommerziellen Galerien dem Einzelhandel zugerechnet sind und folglich offen sind. Ich kann aber zur gleichen Zeit nicht in eine Galerie gehen, um mir Bilder anzuschauen, weil die nicht kommerziellen Galerien gehören eben zur Kultur und die Kultur ist nun mal gerade, also da sieht man sozusagen, dass es zumindest im Erklären dessen, was wir da tun, und Politik ist ja veranlasst, die Maßstäbe, warum sie Dinge tut, offenzulegen und auch zur Diskussion zu stellen, zumindest in der demokratischen Gesellschaft, dann zeigt sich ganz deutlich, dass die Undifferenziertheit der Maßnahmen nicht bis ins Letzte epidemiologisch begründbar ist. Hm. Herr Oberender, wie sehen Sie das, bevor wir vielleicht auf andere Aspekte von Corona kommen, die das Theater betreffen, wie sehen Sie das als jemand, der ja auch letztlich davon betroffen ist? Ja, ich fände natürlich auch viel besser, wenn Museen und Theater offen sind. Und es trifft uns hart, dass wir den Gropiusbau schließen müssen. Es trifft uns hart, dass wir Festivals, an denen wir ein Jahr lang gearbeitet haben, als reine Online-Veranstaltung durchführen müssen. Aber ich will mal sozusagen eine andere Perspektive einnehmen und sagen, dass die politische Entscheidung für mich absolut klar und verantwortungsvoll getroffen wurde. Und die Entscheidung ist eine der Kontaktreduzierung. Es geht nicht um Konzepte und wie sicher sozusagen Orte und Einrichtungen sind, sondern es geht darum, einen bestimmten gesellschaftlichen Verkehr zu minimieren. Und da muss man sich überlegen, welche Bereiche in der Gesellschaft dafür das Opfer bringen. Und man hat sich entschieden zu sagen, die Wirtschaft und die Bildung nicht. Und der Freizeitbereich, und das ist nicht wertend gemeint, weniger. Und da ist es so, dass ich auch das Gefühl habe, dass natürlich das unendlich abgestuft in der Schicksalshärte ist. Also wir haben, glaube ich, an den großen Institutionen eine Situation, wo wir alle sichere Gehaltsempfänger bleiben. Es gibt wirklich große Initiativen des Staates, sowohl im Bereich der Gastronomie wie auch der Kultur zu helfen, und zwar abgestuft und schnell und eigentlich relativ unkompliziert. Also was man jetzt bis hin zu den Hilfen für Solo-Selbstständige, die nicht mehr nur Betriebskosten, sondern auch Lebensunterhalt geltend machen können. Also ich finde, wir leben in einem Land, was relativ rücksichtsvoll und elastisch reagiert. Und mir ist diese Reaktion im Grunde lieber als ein totaler Lockdown. Und ich freue mich im Moment in Deutschland zu leben und nicht in Frankreich oder in anderen Ländern. Also das, ich finde eigentlich, man muss die Politik loben. Die Politik hat alles richtig gemacht, sagt Thomas Oberender, der Leiter der Berliner Festspiele. Das sieht die Schauspielerin Dörte Lisewski naturgemäß anders. Und auch bei den Zukunftsentwürfen für das Theater war man sich nicht einig, ob das, was für die Berliner Theaterlandschaft wünschenswert ist, auch für Bühnen etwa in Schwerin oder Lübeck gilt. Darüber war Streit. Einig war man sich am Ende der Diskussion allerdings darüber, dass der Blick in den vergessenen Kanon, die Aufsprengung des Klassikerbegriffs und die Neuentdeckung von anziehenden, in Vergessenheit geratenen Stücken durchaus inspirierend sein könnte, gerade in dieser Zeit. Klaus Lederer, der Kultursenator Berlins, zeigte sich überzeugt davon, dass grundsätzlich jeder Mensch durch ästhetisch-künstlerische Aufführung berührbar sei und plädierte dafür, mit alten Stoffen tolle neue Sachen zu machen. Und ein Beispiel dafür, wie man aus einem alten Stoff etwas ganz Tolles Neues machen kann, das präsentieren wir Ihnen jetzt. Die junge Regisseurin Laura Labs hat sich im Rahmen von Spielplanänderungen in das Stück Gabrielle von der französischen Schriftstellerin Georges Sand verliebt. Erstmals 1839 veröffentlicht, handelt dieser Stoff vom jungen Gabriel, der in eine adlige Familie geboren und als Thronfolger aufgezogen wird, bis er als Teenager erfährt, dass er eigentlich eine Frau ist. Ein Travestiespiel beginnt, das konventionelle Geschlechterrollen auf den Kopf stellt und mitreißend vom Freiheitskampf einer jungen Adligen erzählt. Die Journalistin Annabelle Hirsch hat das Stück letztes Jahr in einem Pariser Antiquariat entdeckt und einen enthusiastisch werbenden Text für die FAZ darüber geschrieben. Wir haben das Stück dann erstmals ins Deutsche übersetzen lassen, damit Laura Labs sich den Stoff annehmen, ihn sich anverwandeln und aufpoppen kann. Sie hat also genau das gemacht, was Klaus Lederer sich wünscht, aus einem alten Stoff etwas ganz Tolles Neues gemacht.
In der Hauptrolle als Gabrielle sehen Sie die Schauspielerin Jella Haase, bekannt aus etwa aus dem Erfolgsjugendfilm Fuck You Goethe oder als verführerisch verlorene Mieze in der aktuellen Neuverfilmung von Berlin Alexanderplatz. Film ab für Gabrielle. Woher kommen die Träume? Mir träumte, ich sei eine Frau. Ich hatte Flügel und schwang mich über die Wolken zu ich weiß nicht welcher idealen Welt empor. Wunderschöne Gesänge ertönten, doch ich war allein. Nichts als strahlend weiße Wolken um mich her, die den Äther durchzogen. Und meine Schatten fingen. Ich war ein junges Mädchen. Mit einem wallenden, langen Gewande angetan und mit Blumen gekränzt. Plötzlich erstarrten meine Flügel. Der Äther schloss sich über mir wie eine kristallene Kuppel und ich fiel. Ich fiel. Und eine schwere Kette legte sich mir um den Hals, deren Gewicht mich in den Abgrund zog. Seit zartester Kindheit sollte ich von der Größe der männlichen und der naturgegebenen und gesellschaftlich akzeptierten Schändlichkeit der weiblichen Rolle überzeugt werden. Ihr könnt auf diesen Tafeln die Fresken sehen, die man für mich anfertigen ließ. Hier, der Raub der Sabinerinnen. Auf dem hier, Tapeas Verrat. Hier, Strafe der Danaiden und jetzt kommt mein Liebstes, der Verkauf von Sklavinnen im Orient. Auf weiteren sind verstoßene Königinnen, verraten und verächtete Geliebte und hinduistische Witwen zu sehen, die auf den Scheiterhaufen ihrer Männer geopfert werden. Auf allen ist die Frau Sklavin. Eroberung, Eigentum. Die, die versucht, sich durch Lug und Trug, Verrat, feige und unnötige Verbrechen ihrer Fesseln zu entledigen, nur um sich einer noch erbarmungsloseren Peinigung auszusetzen. In diesem Prozess soll Land und Leuten die Strukturen aufgezwungen werden, die das internationale Kapital für seine Herrschaft braucht. Es geht um die Ausrichtung aller Werte auf seine Prinzipien, die neben dem materiellen Elend von Millionen auch die Armut in den Köpfen und Herzen der Menschen bedeutet. Nur zu oft wurde mir erklärt, was ein Majorat ist. Und wie die Erbfolge eines Fürstentums mit all seinen dazugehörigen Titeln, Privilegien und Reichtümern auf den jeweils ältesten männlichen Sprössling übergeht, wenn die eigentlich berechtigte Linie nur noch aus Töchtern besteht. Ah!
Wenn man sich den kapitalistischen Werten unterordnet, muss man ein Leben in Vereinzelung akzeptieren. Menschen, die isoliert und ohne wirkliche Kommunikation sind, sind weit davon entfernt, sich eine andere Wirklichkeit gemeinsam mit anderen auch nur vorstellen zu können, geschweige denn das System in Frage zu stellen. Ich bin in Einsamkeit aufgewachsen, solange ich denken kann. Aber jetzt bin ich dessen überdrüssig. Ich will die Welt kennenlernen, von der man mir so viel erzählt hat. Die Männer, die man mir anpreist. Die Frauen, die man mir schlecht macht. Die Güter, die man schätzt. Die Vergnügen, die man sucht. Ich will das alles kennenlernen. Alles, alles fühlen, alles besitzen, allem trotzen. Gewiss überrascht euch das, aber hört mich an. Man kann einen Falken in einen Käfig sperren und ihn die Erinnerung und den Instinkt der Freiheit vergessen lassen. Ein junger Mensch aber ist ein Vogel, der mit einem besseren Gedächtnis begabt ist. Wer nicht kämpft, stirbt auf Raten. Lieber Gott, danke, dass ich als Frau geboren wurde. Danke, dass ich mir die Nägel lackieren, die Haare frisieren, Rotkäppchen trinken, Ballett lernen, Ariel die Meerjungfrau mitsingen und gleichzeitig studieren, Karriere machen, Vorstände leiten und Kriege führen darf. Danke, dass Dürfen noch nicht einmal der richtige Ausdruck dafür ist, sondern dass diese Dinge von mir erwartet werden und die Welt für alle in Ordnung ist, wenn ich Vorstände oder Kriege führe, solange die Nägel gelackt sind. Ich soll Körper sein, also stelle ich ihn aus. Danke, dass ich Kinder kriegen kann. Und danke, dass ich mich genauso gut dagegen entscheiden und für den Rest meiner Tage Wodka an einsamen Bushaltestellen trinken kann, bis keiner mehr um mich weint. Danke, dass du mir ein anderes Geschlecht an die Seite gestellt hast, von dem ich mit einem Lächeln oder meinetwegen ein bisschen Geschlechtsverkehr bekommen kann, was ich will. Danke für das schlechte Gewissen der anderen für die letzten 10.000 Jahre Unterdrückung. Und danke für die mit der Geste der Entschuldigung demütig auf mein Konto überwiesenen Fördermittel unter der Kampagne Der weibliche Blick. Lieber Gott, danke, dass ich eine Hure sein kann. Zu dieser Zeit, an diesem Ort als Frau geboren zu sein, ist das Beste, was einer Kreatur unter deiner Sonne passieren kann. Amen. Es ist also gelüftet, dieses grausame Geheimnis, von dem ich längst wusste. Ihr habt endlich gewagt, es mir zu offenbaren. Narren seid ihr alle. Wie konntet ihr mir glauben, dass ich auf diese unverhohlene Betrügerei hereinfalle? Eine höchst bemerkenswerte List, in der Tat. In mir Abscheu von meinesgleichen zu wecken, nur mich darauf in die Füße zu treten und zu sagen, du selbst gehörst dieser Klasse an, dorthin verweisen wir dich. Rassismus und Frauenunterdrückung sind für den kapitalistischen, imperialistischen, großdeutschen Staat notwendig. Weil er sich davon erhoffen kann, dass sich die Enttäuschung und Unzufriedenheit der Menschen nicht gegen das System entlädt, nein, sondern ganz klassisch gegen jeweils die, die in der gesellschaftlichen Hierarchie weiter unten stehen.
wollt mich vor ein Tribunal stellen. Vor einer Ansammlung von Männern. Wo aller Augen meinen Wams von Schergen zerreißen lassen. Und allen Blicken diesen weiblichen Busen enthüllen. Und wozu das alles? Um euer Recht auf Macht und Reichtum zu demonstrieren. Aber diese letzte Demütigung werde ich nicht zulassen. Lieber will ich diese Brust zerfleischen und diesen Busen verstümmeln, sodass er für die, die ihn sehen sollen, ein Anblick des Abscheus wird und niemand beim Anblick meiner Blöße lächeln kann. Oh, Freiheit der Seele! Nur ein Narr kann glauben, dich entbehren zu können. Die Verantwortung, wie der Umwälzungsprozess weiterentwickelt werden muss, liegt bei jeder und jedem Einzelnen. Und jeder und jede muss diese Verantwortung auch wollen. Ihr seid in eure eigene Falle getappt. Ich kenne jetzt den wunden Punkt eures Hasses. Ich will euch strafen, ihr Betrüger. Ihr sollt meine Leiden teilen. Sollt Unruhe, Schlaflosigkeit und die Furcht vor Schande kennenlernen. Ich will die Strafe an einem dünnen Haare aufhängen und über euren Häuptern schweben lassen. Bis zu eurem letzten Seufzer. Von dem, was Sie gerade gesehen haben, ist der Weg nicht weit zu dem, was Sie jetzt sehen. Mein Kollege Dietmar Dart, ausgewiesener Verfertiger abenteuerlicher Gedanken und Verfechter sphärischer Welten, ist ein Verehrer von Peter Hacks, dem wahrscheinlich edelsten Geist der DDR-Dramatik. Eine seiner Lieblingsanekdoten, die ich mir gemerkt habe, schwebt gewissermaßen heimlich als Überschrift über der ganzen Spielplanänderung. In einer Diskussion über die Hegelsche Dramentheorie an der Berliner Akademie der Künste ruft Heiner Müller dazwischen: Es gibt keine Gattung ohne Schänder. Worauf Hacks kühl pariert und zurückruft: Nein, Heiner, es gibt keinen Schänder ohne Gattung, denn wo willst du denn sonst hin schänden? Wer die Gattung abschafft, wer nicht zwischen einem Theaterstück, einer Lyrik, einem Roman unterscheiden will, sondern nur noch Texte und abstrakte Autorenschaft kennt, der fällt ins Leere, so Hacks. Dart will Hacks Stück Senecas Tod wieder auf der Bühne sehen. Aber er will noch viel mehr. Vorhang auf für 5 exklusive Minuten Dataismus. Je mehr darüber geredet wird, ob die Theater auf sind oder geschlossen, desto weniger kann darüber geredet werden, was sie zeigen sollen. Das ist immer so, der Inhalt geht kaputt, wenn die Formen sich wichtig machen und umgekehrt, wenn der Inhalt erstarrt aus Schrecken, dann zerfällt die Form auch deswegen. Man könnte sagen, wenn Leute Angst haben zu sterben oder wenn Leute Angst haben, zwangsgeimpft zu werden, dann hören sie ganz auf zu denken, dann hören sie auch ganz auf zu sprechen. Dann stottern und stammeln sie nur noch. Hätte man dagegen eine Haltung, hätte man eine Analyse der Situation, hätte man eine Einstellung, dann könnte man reden, wie der Philosoph Seneca redet in dem Stück Senecas Tod von Peter Hacks, das ich gerne am Theater sehen würde. Er sagt nämlich: Und gegen was zu ahnen uns verboten ist, wird Dulden helfen. Dulden kann jemand, der ein Rückgrat hat. Dulden kann jemand, der eine Form hat, die aus einem Inhalt kommt. Die meisten können nicht dulden, sie können auch nicht Haltung bewahren. Das ist das Ergebnis, wenn die
offizielle und geduldete und bezahlte Kultur in einem Land aus Bildzeitung und der Wendler und RTL 2 und solchen Sachen besteht. Und wenn die Regierung dann ihre Maßnahmen nicht mehr so begründen kann, dass die Leute, die erzogen sind mit Wendler und Bildzeitung und RTL 2, das verstehen, dann kann sich das Mitleid mit dieser Regierung im Grunde in Grenzen halten. Der Philosoph Seneca, in dem Stück Senecas Tod von Peter Hacks, das ich gerne im Theater sehen würde, hat diese Probleme alle nicht. Ihm ist vom Kaiser befohlen zu sterben und dann stirbt er halt. Und er stellt sich dabei auch nicht groß an. Denn er weiß, es kommt nicht darauf an, ob man stirbt. Da sterben muss man sowieso. Es kommt darauf an, wie man stirbt. Und er sagt deshalb unter anderem auch, glücklich ist, wer nicht sein Denken ändern muss vor seinem Tod oder nicht erheblich. In Deutschland sind inhaltliche Auseinandersetzungen und eben deshalb auch Formen gar nicht so beliebt. Der Spiegel zum Beispiel mobst sich jetzt gerade wieder, dass sich die Demokraten in Amerika selbst zerlegen nach Bidens Gewinn. Damit ist gemeint, dass jetzt eine inhaltliche Diskussion stattfindet und man es vielleicht auch zum Teil auf der Linken in der Demokratischen Partei nicht so gut findet, dass da jetzt Leute von JP Morgan und diese ganze Bande da wieder im Übergangsteam sitzt, weil ein anderer Inhalt als der, der vorher dran war, wäre schon schön gewesen, auch wenn es natürlich ein Gewinn ist, wenn kein schreiender Irrer da mehr sitzt, der keinen geraden Satz sagen kann. Im Theater wird anders als in der politischen Arena geschriebener Text gesprochen. Das heißt dann, wenn Sie Stücke aufführen, Sie führen ja nicht immer Stücke auf, sondern irgendwas anderes. Das ist dann aus dem Westen meistens. Geschriebenen Text aufzuführen kann in einer Zeit, wo die Leute so Festhaltetermine sich suchen und über offen oder nicht offen diskutieren, ganz, ganz wichtig sein, weil das eben keine bürokratischen Formen sind, wie die Formen von erlaubt, verboten und wirklichen und ausgedachten Bürgerrechten, sondern das sind Formen der Sprache. Und wenn Schauspielerinnen und Schauspieler zumindest so tun, als könnten sie formvollendet sprechen, als könnten sie Klartext aufsagen und den mit Leben füllen und mit Handlung füllen und ihn damit beglaubigen, dann hat das ein utopisches Moment, weil es nämlich eine Gesellschaft darstellt, in der die Leute nicht nur rumstottern, in der die Leute was zu sagen haben und es dann auch tun. In der Wirklichkeit ist es ja leider so, dass immer mehr Leute, weil Lektorate und Dramaturgien ja die Sprache gerne wegstreichen, bevor sie sie drucken oder aufführen, immer mehr Leute also zum Beispiel nicht mehr wissen, was hingegen bedeutet oder indes oder ob zwar. Und die Zeit ist deswegen wahrscheinlich nicht mehr fern, wo die Leute auch nicht mehr wissen, was zwar aber bedeutet oder und oder oder. Und dann haben wir die Scheiße vollständig. Solange es darum geht, dass es irgendwie schön aussieht, zum Beispiel noch nach Demokratie aussieht, nämlich nach deren Formen, tritt natürlich schnell der Zustand ein, dass Schönheit, also Form, also verlotterte, also zerfallene Form, also Schönheit, die keine Schönheit ist, sondern einfach nur Zuckerchen, den Inhalt verdrängt. Und deswegen findet Seneca in dem Stück, Geist soll der Schönheit vorgezogen sein. Und dann fragt die Pauline, warum soll Geist der Schönheit vorgezogen sein? Und dann gibt er wieder eine Antwort, die mit dem Titel des Stücks zu tun hat, Senecas Tod, nämlich er, also der Geist, im Gegensatz zur Schönheit, wächst ja bis zum Tod. Wenn das Theater sich aber weigert, dieses Wachsen des Geistes bis zum Tod und über den Tod hinaus zu spielen, Sprache zu spielen, wenn das weggestrichen wird, weil es alt, versteht keiner mehr, lass uns lieber ein Video machen. Wenn das Theater stattdessen, sagen wir, Palimpalim und Tutti Frutti und gute Zeiten, schlechte Zeiten aufführt, aber natürlich nackt oder in Nazi-Uniform, weil das ist dann Gesellschaftskritik, dann soll es bitte zubleiben. Ein etwas anderer Blick auf das Theater, aber jetzt wissen Sie, warum die Aufführung von Stücken auch wichtig ist. Unser Abend neigt sich bereits dem Ende zu. Ich hoffe, Sie haben sich bisher gut unterhalten gefühlt und vielleicht nicht nur unterhalten, sondern auch berührt, erstaunt, haben sich gewundert und vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar geärgert. Denn darum geht es ja beim Theater, beim Schauspiel, dass wir uns neu ordnen und durcheinander bringen lassen. Weniger um Moral und Erschütterung als das unmittelbare Erleben unserer Gefühlswelten. Um das, was wir haben, ohne es zu wissen. Ein strahlender Beweis für die Kraft des Unmittelbaren hat am vergangenen Wochenende der Schauspieler und Musiker Christian Friedl mit seiner phänomenalen Band Woods of Burnham aus Dresden abgeliefert. Ihn haben Sie vielleicht gerade als sensiblen Fotografen in Babylon, Berlin gesehen. In der leeren Volksbühne spät
Am Abend hat er ein spektakuläres Theaterkonzert gegeben, in dem die Grenzen zwischen Gesang, Musik und Text auf geheimnisvoll anziehende Weise miteinander verschwammen. William Shakespeare ist spätestens seit seinem legendären Dresdner Hamlet in der Inszenierung von Roger von Tobel ein ständiger Begleiter von Christian Friedl. Aber exklusiv für Spielplanänderungen hat er sich auch mit einer vergessenen Dramatikerin, nämlich mit Aphra Behn, beschäftigt. Und zwei Jahrzehnte nach Shakespeares Tod geboren war sie zu Lebzeiten die erste öffentlich auftretende Schriftstellerin Englands und als Dramatikerin umjubelt. Später dann erinnerte man sich nur noch an Shakespeare und Behn wurde vergessen. Bevor wir Ihnen nun zum Abschluss einen Ausschnitt aus diesem einzigartigen Konzert vorführen, freue ich mich sehr, dass uns Christian Friedl aus Dresden zugeschaltet ist. Hallo Christian. Hallo Simon. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Erzähl doch mal ganz am Anfang, wie war das für dich, die Begegnung mit dieser völlig vergessenen Autorin Aphra Behn? Also das war für mich sehr, sehr spannend, weil ich wusste gar nicht, dass es schon eine solche erfolgreiche Schriftstellerin, Autorin, sie war wohl auch Spionin, habe ich dann mal nachgelesen, zu Shakespeares Zeiten bzw. nach Shakespeares Tod ein wenig sehr erfolgreich war und dann in Vergessenheit geraten ist. Und als ich diese Texte bekommen habe von euch, fand ich es sehr, sehr spannend, darin zu lesen und fand es auch sehr klug geschrieben, was sie dort beschreibt, sozusagen auch über ein Theaterpublikum von damals, was dem heutigen gar nicht mal so unähnlich ist. Und was natürlich schade ist, dass diese Autorin natürlich jetzt nicht wie Shakespeare über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte hinweg neu übersetzt wurde. Da liegt, glaube ich, noch eine große Entdeckung hinter uns oder vor uns sozusagen und vielleicht auch für Übersetzer eine spannende Aufgabe, mal sich ihre Stücke anzunehmen. Dank dir, Christian, dafür. Und wir haben ja schon gehört, oder ich habe gesagt, dass du nicht nur Schauspieler bist, ein wunderbarer Schauspieler, sondern eben auch die Musik für dich eine unglaubliche Rolle spielt. Und wir werden das gleich in dem Ausschnitt auch sehen, diese sehr besondere Mischung, Mischform eigentlich, die du oder ihr da erfunden habt. Wie kam das eigentlich dazu, dass du von der Bühne her dich nach einem Mikrofon gesehnt hast, in das du singen kannst? Ist da etwas gewesen, was du nicht ausdrücken konntest als Schauspieler, was du dann als Sänger ausdrücken konntest? Also ich glaube, es ist wahrscheinlich dem Publikum gar nicht so fern, dass es Schauspieler gibt, die gerne singen und auch gerne Popstar sein möchten. Ich habe schon immer gerne gesungen und habe also eigentlich, ich sage meistens, um das immer zusammenzufassen und kurz zu fassen, dass ich gerne die Leute unterhalten habe. Ob ich das nun singen tue oder Schauspielern tue, das war mir eigentlich immer, da wollte ich gar keine Prioritäten setzen. Und als ich dann an die Schauspielschule kam, habe ich natürlich mein Hauptaugenmerk erstmal auf das Schauspiel gelegt und wir hatten dann aber auch einen musikalischen Abend, dann habe ich gemerkt, wenn man die Stimme ansetzt, die Stimme anhebt und dann etwas singt, nicht nur, dass das beim Publikum andere Türen öffnet, es öffnet auch bei einem selbst andere Türen. Und ich habe dann auch gemerkt, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass Schauspieler nicht nur gerne singen, sondern auch singen können. Viele meiner Kolleginnen an der Schauspielschule hatten da ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht und manche hatten sogar Angst davor. Sie haben sich das Herz rausgerissen beim Schauspiel, aber sie hatten Angst davor, ihre Seele zu zeigen, wenn sie singen. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und da habe ich gemerkt, dass das eine interessante Mischform sein kann, dass es Momente gibt, die vielleicht auch dann mehr zu Herzen gehen oder vielleicht Inhalte anders öffnen können, wenn man sie musikalisch betrachtet. Und es ist immer interessant, eine Brücke zu finden vom Spiel in den Gesang und wieder zurück. Das muss irgendwie stimmen. Und damit es nicht ganz zu musicalhaft ist, um ohne das jetzt abzuwerten, weil beim Musical ist ja genau das, was man mit der Sprache nicht mehr ausdrücken kann, wird dann in eine Nummer oder in einen Gesang gepackt. Und wenn man sich aber bei Shakespeare zum Beispiel gesanglich dort hineinbegibt, dann ist das meistens auch ein atmosphärischer
Kick, den man da vertiefen kann, sozusagen mit dem Gesang. Dass du dich so viel mit Shakespeare beschäftigst, erübrigt eigentlich die Frage, ob dir Theaterstücke wichtig sind. Aber ich will trotzdem noch mal fragen, wir haben vorhin den Lars Eidinger schon dazu gehört, und das ist aber, glaube ich, gar nicht mehr so Common Sense, dass man die Stücke, schon gar nicht die vergessenen Stücke, in irgendeiner Weise als Reibungsfläche interessant findet. Es geht ja nicht darum, das irgendwie klassikergetreu aufzuführen, das, was ihr macht. Ich erinnere mich damals, war einer meiner wirklich ersten, als junger Kritiker, ersten Aufführungen, den Hamlet, mit dir als singender Hamlet. Das war ja sozusagen eine Benutzung, eine Adaption der Sache, aber trotzdem lebte es vom Gegenüber des Textes. Und das ist für dich nach wie vor doch wichtig, wenn ich das richtig verstehe, oder? Du brauchst ein Gegenüber, sonst könntest du ja deine Texte einfach selber schreiben. Absolut. Also ich bin über jeden guten Dialog dankbar. Und wir im Theater haben das Glück, dass es dort eine große, große Menge an wunderbaren Texten aus den Jahrhunderten gibt, aus den verschiedenen Jahrhunderten, aber auch aktuelle Texte gibt, wo uns wunderbare Dialoge und Situationen in den Mund gelegt werden. Im Film und Fernsehen wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr diese Tiefe dieser Dialoge, das Futter für die Figuren, die Sprache der Figuren. Gut, im Film und Fernsehen hat man so ein bisschen mehr Möglichkeiten, Situationen auch nonverbal zu zeigen, aber es ist schon wichtig, was sagt man, wie sagt man es, und dann ist auch der Rhythmus der Sprache sehr, sehr wichtig, und bei Shakespeare ist natürlich der Rhythmus, die Musikalität schon in der Sprache, auch in den deutschen Übersetzungen zum Beispiel sehr zu finden, und ist natürlich, bietet eine wunderbare Grundlage für musikalische Auseinandersetzungen damit. Und ich fand es jetzt zum Beispiel auch sehr spannend, die Sprache Afra Behns sozusagen mit William Shakespeare sozusagen zu kreuzen oder in Verbindung zu bringen, weil Shakespeare ist jetzt nicht einer der vergessenen Autoren, sondern eigentlich einer der meistgespieltesten Autoren. Und deswegen fand ich es ganz spannend, so ein Spannungsfeld aufzubauen zwischen einem auch sehr musikalischen Text einer Autorin zu seinen Lebzeiten mit seinem Text, der eben in vielfältiger Art und Weise von uns benutzt wurde oder gestaltet wurde. Ja, wir freuen uns jetzt gleich sehr auf das Konzert, und das wird nochmal ein wirklicher Höhepunkt. Vielleicht als letzte Frage, da du jetzt unser letzter Gast bist hier in der Sendung Spielplanänderung live, vielleicht nochmal so stellvertretend für die vielen Künstlerinnen und Künstler, die ja im Moment durchaus mit einem flauen Gefühl zu Hause sitzen. Wir hören, dass aktuell auf jeden Fall die Verlängerung der Theaterschließung bis nach Weihnachten debattiert wird, wahrscheinlich darüber hinaus. Wie gesagt, so etwas wie geschlossene Theater bis zum Sommer ist in der Diskussion. Mit welchem Blick, vielleicht auch mit welcher Hoffnung schaust du in das nächste Theaterjahr? Also ich hoffe sehr, dass die Schließung der Theater, der Orte der Kunst, dass das nicht mehr so lange anhält. Auch wenn es natürlich eine Hoffnung ist, die aufgrund der aktuellen Lage der Pandemie einen etwas zum Pessimisten werden lässt. Aber ich hoffe sehr, dass die Theater bald schon wieder öffnen können und spielen können und dass man wieder ins Museum gehen kann. Theater haben ja da, das wurde ja heute auch schon oft gesagt, sehr gute Grundkonzepte geliefert. Andererseits sind natürlich auch wir Künstler im Grunde genommen bis zu einem gewissen Grad auch bereit, natürlich zum Wohle der Gesellschaft und zum Wohle der Gesundheit aller natürlich mitzuhelfen. Andererseits glaube ich, dass die Theater und die Orte der Kunst auch eine geistige Bildung haben und auch eine sehr, sehr wichtige Funktion im Austausch, gerade wenn jetzt immer wieder mit Angst gespielt wird, ist das, glaube ich, ein Ort des gemeinschaftlichen Erlebens, was auch manchmal Ängste nehmen kann, weil man weiß, man ist nicht alleine. Und ich glaube, das ist etwas, was uns gerade fehlt, nicht nur auf der Bühne, nicht nur im expressionistischen aus sich rausgehen, sondern auch in dem Aufnehmen, also auch die Rolle des Zuschauers. Dieser Dialog wird hoffentlich ganz, ganz bald wieder möglich sein. Und wir fangen jetzt an und hoffen sozusagen, wir hatten ja ein Projekt, das Macbeth-Projekt am Staatsschauspiel Dresden, wir
hoffen, dass wir im Dezember wenigstens proben können, dass die Proben wieder aufnehmen können. Und wir hoffen, Ende Januar die Premiere dann spielen zu können. Und dieses Projekt ist ein Projekt, was ein riesen Mammutprojekt ist, mit sehr vielen Menschen vor, hinter der Bühne, auf der Bühne, unterschiedlichen Genres. Und wir hoffen, dass wir das zur Aufführung bringen, weil das auch letztendlich kein Corona-konformes Theater unbedingt ist. Wir müssen natürlich auch ein bisschen darauf achten, mit Abständen und so weiter und so fort. Aber es ist so wie so ein Mammut, wie so ein großes Projekt, was auch nochmal zeigt, das sind die Möglichkeiten von Kunst und von Theater, je nachdem, wie man das auch finden möchte. Aber wichtig ist, solche Zeichen zu setzen. Und wir müssen halt selber unsere Perspektiven schaffen, wie Künstler. Und deswegen verspreche ich mir, dass wir im nächsten Jahr mit vielen, vielen wunderbaren Aufführungen, Projekten die Zuschauer wieder in ihren Bann ziehen und den Dialog wieder weiterführen können. Und da klopfe ich jetzt hier auf meinen wunderbaren Holztisch dreimal für alle Künstler und Künstlerinnen. Ja, und wünsche uns vielen Dank. Glück und ja. Vielen Dank, lieber Christian, für diese kollektive Wünschelrute, wenn man so will. Und es ist nur ein Ersatz, aber es ist ein Ersatz, und zwar kein zu kleiner, wie Sie gleich sehen werden. Film ab für ein Special-Konzert von Christian Friedl und Woods of Burnham. Macbeth ist reif zur Ernte. Und dort oben bereiten ew'ge Mächte schon das Messer. Mein Vater war ein höchst heiliger Fürst. Die Königin, die mich trug, weit öfter auf den Knien als auf den Füßen, starb jeden Tag des Lebens. Mich müdet langsam alles Sonnenlicht. Möcht sehen, wie alle Welt in Trümmern bricht. Ich will das Weib nicht mit den Augen spielen und prahlen mit der Zunge. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht sein Stündchen auf der Bühne und dann nicht mehr vernommen wird. Ein Märchen ist, erzählt von einem Blödling voller Klang und Wut. Das nichts bedeutet. The heat of the sun.
Mit dem Teufel ging's zu. Wenn's dem Volk gefällt, in Zeiten der Reformation unsere Welt. Und doch, die Puritaner bringen weniger Lager hervor als euer dauernder Streit über den rechten Humor. Euer Urteil, wie eure Passionen, ein Ärgernis. Euer Verlangen stillen weder Muse noch Miss. Ihr gedeiht so hübsch wie ein Gewissensbiss, den der Heilige Geist jenen in die Gedärme schickt, die alles verdammen, wenn dieser Wurm sie zwickt. Mit aufgesetzten Regeln wollt ihr die Bühne veredeln und unsere Sinne mit stumpfer Methode versiegeln. Wie dreiste Republikaner führt ihr die Regie, bei denen Gag und bürgerliches Politikgenie sich lustig machen über die Monarchie. Letzterer sieht nur selten ein Stück, außer es scheint nach alter Art ihm geglückt. Er schüttelt auf den Gehstock gestützt seinen Kopf, den leeren, und ruft: Herrgott, diese Stücke, die sind ja verheerend. Als ich jung war, mit welchem Geist, wie verstiegen die feinsten Szenen hat man da noch geschrieben. Dies hier sind nur nichtige Spiele. Ich will lieber sehen, was im Unterhaus heute so alles geschehen. Und dann kommt er mit Politik, womit er kenntlich macht, welche Geschäfte er als bedeutend erachtet, was er auch für Geist und Poesie geltend macht. Und die jungen Gecken, die sich auf den Weg zu uns machen, die schreien: Zum Henker mit der Eleganz, wir wollen was zum Lachen, dem Hof gefallen doch nicht solche Sachen. Diese Stutzer sind nicht zufrieden, bis das Stück mit Narren so grob wie sie selbst ist gespickt. So kann man auch das Eintrittsgeld sparen und im Spiegel daheim sich als besserer Esel gebaren, kann Krawatten, Perücken, Gesichter aufsetzen und Grimassen ziehen nach eigenen Gesetzen. Schaut doch, ihr Schnaufen und Fluchen und Stieren, zu Hause, alleine, da wagen sie's aufzuführen. Woanders aber müssen sie bedachter agieren. Ach, wenn doch Noakes und Tony Lee solch Gecken uns spielten, die nur halb so echt wie ihr sich verhielten. Ja, meine Damen und Herren, der letzte Scheinwerfer ist ausgegangen. Jetzt ist es wieder dunkel in der Berliner Volksbühne, genauso wie in den über 800 anderen Theatern in Deutschland gerade. Die Vorhänge sind unten, kein Kassenhäuschen ist besetzt, die da droben sind geschlossen. 2 Stunden lang haben wir versucht, Ihnen das Theater nach Hause zu bringen, es von seiner besten, enthusiastischsten, gefühlsklugsten Seite zu zeigen. Möglich war das nur, weil alle die Menschen, deren Namen Sie gleich im Abspann lesen werden, mitgemacht haben, voller Enthusiasmus gespielt, inszeniert, diskutiert, geplant, gefilmt, geschnitten und großzügig gefördert haben. Nochmal ein herzlicher Dank an die Heinz und Heide Dürr Stiftung, den Tropen bzw. Klett-Cotta Verlag und die Volksbühne Berlin. Dank an den FAZ-Videomacher Florian Hoffmann, der in den letzten Monaten wirklich Unglaubliches geleistet hat. Dank an Björn Menger und Sebastian Morsch, die hier heute auf sehr großzügige Weise Technik und Regie verantwortet haben. Und Dank nicht zuletzt auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie sich auf dieses abenteuerliche Experiment Spielplanänderung live eingelassen haben. Ein Experiment, das die Nähe zwischen Institutionen ausprobiert hat in einer Zeit der Krise, das Theater mit Zeitungen, Zeitungen mit Verlagen, Verlagen mit Schauspielern so eng zusammenarbeiten, wie das hier war. Das ist nicht die Regel, das sollte auch nicht die Regel sein. In normalen Zeiten ist die kritische Distanz das Entscheidende. Aber in solchen Ausnahmesituationen, wo die Kultur als Ganzes, wo wir alle in Bedrängnis geraten, sollte das eine Art von ermunterndem Zeichen sein, ein Hoffnungsschimmer, wenn man so will, der eben nicht nur im Impfstoff liegt, sondern auch in gesprochenen Texten, in Gesängen, in Tanz, in Diskussionen, in dem, dass etwas stattfindet, das mit Vorstellung, mit Fantasie, mit Gegenwelt zu tun hat. Das haben wir versucht. Ich hoffe, es hat Ihnen einigermaßen gefallen. Ab sofort sind all die Videos, die Sie hier nur in einzelnen Ausschnitten gesehen haben, in voller Länge auf unserer Website verfügbar. Schauen Sie sich alles an,
Sehnen Sie sich nach dem Theater? Vergessen Sie nicht, was für ein Glück es ist, dass wir das Schauspiel haben. So dunkel die Zeiten gerade auch sind, das Theater lebt, wenn Sie daran glauben. In diesem Sinne, von wo auch immer Sie gerade zugeschaut haben, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Ich bin Simon Strauß und wünsche Ihnen einen guten Abend.